Ja, vor mir sitzt der Andy Bilan. Tja, viele fragen sich jetzt, wer ist Andy Bilan? Tja, Andy Bilan ist Keyboarder bei der legendären Saragossa-Band. Bekannt geworden durch Big Bamboo und Akadu und vieles, vieles mehr. Lieber Andy, du bist schon wie lange in Torrevieja? Oh, wir sind jetzt, nächstes Jahr werden es 18 Jahre, wo ich da teilweise hier lebe. Teilweise 18 Jahre schon. Mhm. Und ansonsten viel unterwegs? Sehr viel. Wie gerade, wo ich jetzt hergekommen bin, war in Ungarn bei einem großen Festival. Ja. Und ja, und jetzt brauche ich ein bisschen Auszeit. Ja, ja. Euer erster großer Hit war ja Big Bamboo. War Big Bamboo, ja. Das war 1977, ne? 77. Ja, ja. Und dann kam ja natürlich ein Welthit von euch, Akadu. Akadu war 81, ja. Und der ging fast um die ganze Welt und am erfolgreichsten wo gewesen? Der erfolgreichsten im Südpazifik, da waren wir 3 Monate Nummer 1 im Südpazifik, das heißt also Tahiti, Neukaledonien, haben wir auch schon mal Konzerte gegeben, haben wir hinfliegen dürfen und 6 Konzerte von Neukaledonien bis Tahiti gegeben. Mhm. Und ja, da waren wir 3 Monate mit Akadu Nummer 1. Und dann war Akadu auch noch der Partysong vom Club Med. Oh, super, super. Zu fragen, wie viele Platten ihr überhaupt schon verkauft habt, ist das zu hoch oder? Das ist zu hoch. Ist zu hoch, ne? Das ist zu hoch. Ja, es geht wahrscheinlich in die Hunderttausende, ne? Wenn nicht sogar mehr. Das, das reicht nicht. Ja. Wir haben allein mit Zabadak, allein in Österreich waren wir bei 450.000. Dann haben wir bei der ersten Medley-LP haben wir die Goldene gekriegt. Da liegen wir dann, waren wir ungefähr nur bei 600.000, 700.000. Ja, ja, das ist enorm. Alle anderen zusammengezählt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall früh. Ja, ja. Ja, euer Konzept der Saragossa-Band ist ja Party, Fiesta und vieles, vieles mehr, was auch sehr in Verbindung steht mit der Karibik und mit Südamerika. Ja. Ihr macht natürlich auch eure Musik auf großen Stadtfesten und wie gesagt international. Ja. Das größte Konzert, was ihr jemals gegeben habt, vor wie vielen Leuten war das und wo? Das größte Konzert, so. Wir haben sehr viele große Konzerte, jetzt in Ungarn, wo wir erst waren, 10.000 bis 15.000 Leute. Aber wir haben einmal in Rumänien, in Arad, da haben wir vorher, glaube ich, schon drüber gesprochen, in Arad ein Konzert gegeben. Da waren 50.000, 60.000, also Zahlende. Ja, ein ganzes gestern. Stadion, sagtest du, war voll. Das war ein Riesensportstadion. Also in Rumänien weiß man ja, da sind nur ein Drittel ungefähr noch, die wo nichts bezahlen. Also gehen wir ungefähr von 60.000, 70.000 Leute. Ja, 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 ja. Na, und dann seid ihr natürlich ja auch berühmt und bekannt geworden, auch im deutschen Fernsehen und überall. Ja. Und euer Oberhit, wen würdest du da den Namen geben? Big Bamboo, Akadu oder gibt's dann? Also, der beste Hit, das war Akadu. Akadu. Zabadak war auch nicht schlecht. Ja. Zabadak hat der Dave D geschrieben, ist nicht aus unserer Feder. War auch nicht schlecht. Zabadak war auch sehr, sehr erfolgreich und kennt eigentlich fast jeder. Ja, ja, klar. Logisch, logisch. Und heute seid ihr natürlich auch noch viel, viel unterwegs. Ja. Aber jetzt machst du ja erstmal ein bisschen Urlaub hier im Torrevieja, deiner Stadt in Spanien. Ja. Ja, und was natürlich sehr interessant ist, kommt demnächst vielleicht mal was Neues von der Saragossa-Band? Ja, wir sind am Arbeiten. Das Konzept besteht schon in die Grundsäulen, besteht das Konzept schon. Ich will aber da noch nicht viel drüber erzählen, weil das ist klar. Soll eine Überraschung werden. Und genau. Das wird es auch. Ja, super. Das Konzept steht auf jeden Fall. Und da kriegen wir auf jeden Fall Bescheid drüber. Ja, ganz klar. Klar. Und das wird auch wahrscheinlich sehr gut werden. So, du machst natürlich schon auch, wie lange jetzt Musik? Ich? Ja. Ich stehe auf der Bühne seit meinem 11. Lebensjahr. Jetzt mal eine ganz private Frage, lieber Andy. Welche Musik hörst du denn heutzutage am liebsten? Also, ich höre eigentlich jede Musik gern. Die muss nur gut sein. Das heißt also für mich, für meine Ohren ertragbar. Aha. Was hältst du von Lady Gaga? Lady Gaga ist nicht schlecht, aber für mich nicht ertragbar. Ah ja, das sagt alles. Und du bist Bayer. Ja. Wo groß geworden? In München. In München. Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht? Gibt es mehrere.
Jetzt sag nicht Currywurst und Pommes. Nein, um Gottes Willen, nein. Also eigentlich ist ein China guter Schweinsbraten. Ja? Ja, mit Semignädel. Und also Rotkohl? Ein bayerisch. Bitte? Und Rotkohl? Nein. Mit Semignädel. Ja, kann man sagen, Rotkohl ist bei uns Blaukraut. Ja, ja. Blaukraut. Ja. In Bayern ja. Blaukraut. Ja. Ja, klar. Das ist was Feines. Ja. Und abschließend natürlich noch, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu reden, hier vom Music, Music Online TV, richtig. Abschließend mal eine Frage, vielleicht auch mal als Kritiker zu dir. Heutzutage wird viel geredet über Deutschland sucht den Superstar, Superstar allgemein und die ganzen Casting-Sendungen. Mal ganz ehrlich, was hältst du davon? Prinzipiell heute nicht so viel davon, weil ich finde, ein Star, ein Musiker muss wachsen. Das heißt, der kann nicht von heute auf morgen reingeschmissen werden. Und ich glaube auch, dass Deutschland sucht den Superstar, diese erfolgreichen Superstars, in Anführungsstrichen, dass die in der Musikszene nicht lang überleben können. Glaube ich. Kann mich natürlich auch täuschen, aber wir sind nicht umsonst 40 Jahre reingewachsen in die Musikszene. Ja, ihr kennt die natürlich durch und durch. Wir kennen die sehr gut und auch alle anderen, die du auch kennst wahrscheinlich, sind alle lang reingewachsen und die bestehen. Aber ob sie es schaffen, es gibt viele Beispiele, ich will da keine Namen nennen jetzt, die sind alle so, wie sie gewachsen sind und gecastet worden sind, wieder verschwunden. Können wir denn vielleicht noch erwarten, dass wir das 50-Jährige der Saragossa-Battle erleben? Wenn wir es überleben, ja. Ja, ne, kein Problem. Ne? Wir haben jetzt momentan das, Und dann gibt es eine Big Party bei euch. Da werden wir aber da auf die Krücken daherkommen. Ihr seid natürlich auch in Facebook. Ja. Ja, das blenden wir jetzt hier unten ein. Und ihr habt natürlich auch eine eigene Internetseite. Ja. Wo die Leute sich informieren können hier, die das sehen. Das blenden wir auch jetzt hier unten gleich ein. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, lieber Andy, vielen Dank, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast. Ja. Und wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn wir etwas von meiner Musik hören, denn damit bin ich auch groß geworden, 1977 mit Big Bambu. Da stand ich sogar mal auf der Theke in Calador auf Mallorca, wo ich eine Diskothek hatte. Und Big Bambu sage ich da nur. Ah, ja. Okay, Andy, adios. Servus.